Liebes Publikum, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kinder, herzlich willkommen zum großen Abschluss unserer Science Show Summer School. Das Finale unserer frisch entwickelten Science Shows beginnt jetzt gleich mit einem sehr, sehr, sehr spannenden, magischen Thema. Und zwar geht es um Trommelwirbel. Mathe-Magie, hey, genau. Mathe mal ganz anders. Ich freue mich sehr, dass die Kollegen hier uns ein bisschen Mathe beibringen werden. Und zwar auf eine ganz andere Art und Weise, als man das vielleicht in der Schule erleben wird. Also nehmen Sie Platz, kommen Sie noch dazu. Wir beginnen in Kürze. Ihr rechnet euch schon mal warm. Sehr gut, tipptopp. Und es wird wirklich mit einem magischen Moment beginnen. Ich bin schon ganz aufgeregt, ich stehe hier mittendrin. Bitte einen großen Applaus für unser Mathe-Team. Hallihallo. Hallihallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr alle da seid. Mein Name ist Pascal. Ich heiße Thomas. Und ich bin Sebastian und ich bin Mathe-Magier. Aber bevor ich mit Mathe-Magie anfange, zwei Hinweise. Ihr habt hier auf euren Sitzen habt ihr magische Zettel. Da ist so ein gelber Klebezettel dran. Bitte auf keinen Fall jetzt schon abfriemeln. Das machen wir gleich. Außerdem sind hier Bänder. Die brauchen wir auch für ein Experiment. Also bitte nicht verbummeln. Und jetzt kommt Mathe-Magie. Wir müssen uns ganz besonders konzentrieren. Wenn Mathe-Magie funktionieren soll, dann wird die natürlich gestört durch zu viel Naturwissenschaft. Und wir sind in einem naturwissenschaftlichen Museum. Das bedeutet, die magischen Mathe-Strahlen, die kommen hier nicht gut durch, weil die Naturwissenschaft natürlich Magie blockiert. Und aus dem Grund müsst ihr gleich, wenn ihr dran seid, wenn ihr hier vorne seid, wirklich deutlich sprechen. Ein zweiter Grund ist, ich habe mein Gehör verloren, also das könnte auch daran liegen. So, und nun machen wir Mathematikmagie. Ihr habt einen Zettel vor euch. Auf dem Zettel sind sechs Zahlen. Und diese Zahlen sind rot oder schwarz. Und gleich wird das Spiel folgendermaßen gehen. Ihr werdet mir die Farben der Zahlen langsam nacheinander vorlesen. Beispielsweise rot, schwarz, schwarz. Klar soweit? Okay. Wenn ihr da soweit vorgelesen habt, die Zahlen, dann dürft ihr an irgendeiner Stelle, egal wo, lügt ihr. Hier könnte man zum Beispiel sagen, schwarz, schwarz, schwarz. Man sagt also an einer einzigen Stelle rot, obwohl die Zahl schwarz ist, und an irgendeiner Stelle schwarz, obwohl die Zahl rot ist. Habt ihr das verstanden? Sehr schön. Okay. Und jetzt brauche ich. Ah nein, jetzt muss ich einmal ganz kurz zeigen. Ich habe diese Schnipsel verteilt auf euren Zettel, auf euren Plätzen. Ihr findet irgendwo euren Schnipsel da. Braucht ihr jetzt nicht zu suchen. Ihr könnt auch jetzt, wenn ihr Lust habt, könnt ihr nochmal untereinander tauschen. Wenn ihr sagt, boah, das ist vorbereitet und da sitzen überall Leute, tauscht die Zettel durch, das ist mir ganz egal. Ich möchte jetzt gerne vier Leute gleich haben, die zu mir auf die Bühne kommen und mir dann langsam die Farben vorlesen. Nicht vergessen, eine Stelle ist gelogen. Wer möchte denn? Klasse. Aber wir müssen ganz laut reden. Das heißt, wenn ich ein Kind nehme, dann muss da ein Erwachsener mit bei, weil ich. Möchtest du? Ja. Okay, dann gehst du mal nach links. Und jetzt hätte ich gerne noch einen. Vielleicht einen Erwachsenen und dann nehme ich gleich noch ein Kind. Wenn es so viele Kinder sind, die haben so eine helle Stimme und die höre ich wirklich, es tut mir leid, sehr schlecht. Also die matte Strahlen, die sind etwas gedämpft. Okay, ja, ihr beiden, kommt gerne. Okay, wer noch? Sonst ihr beiden vielleicht? Und da hinten? Ihr beiden? Super. So. Okay.
So, wichtig ist natürlich, dass ich diese Zettel nicht sehe. Darum habe ich meine mathemagische Schutzbrille mitgebracht. Und die werde ich mir jetzt aufsetzen. So, wir warten jetzt erst, bis die Brille aufhat. Und dann gehen wir hier nach vorne. Okay. Okay, dann guck mal mit. Pass auf. Jetzt und jetzt geht's los. Mit so hinstellen. Hältst du den? Und laut. Okay, und jetzt fangen die mit einer, such dir eine Stelle aus, wo du lügen möchtest. Und ich zeig dann, fang hier an der Stelle an. Rot. Lauter bitte. Rot. 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 Schwarz. Schwarz. Rot. Rot. Die 75. Mega. Vielen Dank. So. Auch nochmal. Pass auf, auch hochhalten erstmal. Und dann zeige ich wieder langsam. Okay. Und der nächste. Schwarz. Schwarz. Rot. Rot. Schwarz. 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 Rot. Rot. Schwarz. Schwarz. Das ist die. Das ist aber schlechter Empfang. Oh, 22. Yeah. Können wir hier umgehen, ne? Okay. Darauf halte ich auch nochmal. Einmal rum. Mal hochhalten. Und Ruhe bitte. Konzentration. Die Mathemagie muss ungestört und los. Schwarz. Schwarz. Rot. Schwarz, rot, rot, schwarz. Tut mir leid, nochmal, die ist geschirmt worden, das muss nochmal durch, das muss nochmal kommen. Von vorne. Schwarz, rot, schwarz, rot, rot, schwarz. 26. Das selber halten. Schwarz, rot, langsam, langsam. Schwarz, rot, langsam, langsam. Rot, schwarz. Hier, glaub ich, ne? 26. Sehr gut. Dankeschön. Großen Dank. Applaus für Sebastian. Vielen Dank. Und das ist natürlich leider keine Magie, aber was viel Cooleres, das ist nämlich Mathe. Und ihr habt mir die Zahlen selbst diktiert im Binärsystem. Wer das ganz genau wissen möchte, kann gerne nach der Show zu mir runterkommen. Ich habe was mitgebracht, um das zu erklären und dann können wir darüber sprechen. Als nächstes möchte ich gerne Pascal auf die Bühne holen, der hier neben mir steht. Pascal hat uns auch etwas wirklich Interessantes mitgebracht. So ist es. Als wir uns die Show ausgedacht haben, wollten wir unbedingt auch Nachhaltigkeit mitdenken und nicht ständig Dinge rausteilen und dann ist das weg und Müll und dann braucht man das nicht mehr. Deswegen brauchen wir diese Bänder jetzt nochmal und ich möchte gerne mit euch etwas basteln. Ich möchte nämlich meine persönliche Lieblingsfigur mit euch basteln und dafür ist jetzt dieser, upsala, dafür ist dieser Klebestreifen. Den dürft ihr jetzt mal vorsichtig das orangene Papier abfummeln und da möchte ich mit euch zusammen etwas basteln. Man könnte nämlich diese beiden Enden jetzt zum Beispiel so zusammenführen. Aber dann hätte man einen Zylinder, das kennt jeder, das ist ja total langweilig. Was ich mit euch mal machen möchte, ist Folgendes. Ihr führt eure Enden vorsichtig zusammen, aber eine Seite davon, der gebt ihr eine Umdrehung und klebt es dann zusammen. Und das sollte dann im besten Fall so aussehen. Ja, ich sehe da schon ganz viel. Sehr schön. Wer weiß, wie dieses Teil heißt, darf es einfach mal reinrufen. Ein Möbiusband, wie heißt du? Großen Applaus für die richtige Antwort. Ja,
Das ist völlig richtig, ein Möbiusband. Wir haben das hier nochmal in groß gebaut. Das Tolle ist, also was, das ist ganz witzig, das Möbiusband wurde entdeckt von dem Herrn Möbius um irgendwann. Und als er dieses Möbiusband entdeckt hat, war er so stolz auf dieses Band, dass er sich selbst danach benannt hat. Nicht alles, was ich erzähle, ist die Wahrheit. Aber dieses Möbiusband, das hat echt tolle Eigenschaften. Und ich möchte die ganz kurz mit euch erforschen. Und zwar, weißt du das da oben? Sag mal laut. Ich gehe mal mit dem Mikro hoch. Es hat nur noch eine Oberfläche. Ist das richtig? Das können wir einmal herausfinden. Guck mal. Ihr könnt ja gerne mitmachen mit euch. Ihr könnt auf dem mit dem Zahlenteil anfangen und auf der Oberfläche mal lang gehen. Und dann irgendwann sind wir auf der vermeintlichen Rückseite und es geht weiter und weiter. Und schließlich sind wir wieder am Anfang dort, wo wir angekommen sind. Das Möbiusband hat tatsächlich nur eine Seite. Es gibt nicht Vorder- und Rückseite bei einem Möbiusband. Und zusätzlich dazu, das wird dann noch verrückter, hat das Möbiusband auch nur eine Kante. Sie werden jetzt bestimmt völlig richtigerweise sagen, ja Moment mal, aber hier ist doch links oder rechts. Aber tatsächlich können Sie das Spiel dort auch mal machen. Sie fahren die gesamte Kante entlang. Es gibt nämlich nur eine. Und ich möchte mit diesem Möbiusband jetzt noch etwas ganz Tolles mit euch machen. Ich möchte jetzt nämlich ein bisschen den Mathe-Frust rauslassen. Dafür möchte ich meine beiden Assistentinnen einmal bitten, Scheren zu verteilen. Denn ich möchte mit euch etwas daraus noch basteln. Bitte noch nicht anfangen, aber nehmt euch ruhig schon mal Scheren. Jawohl. Ach. Die Sonja hat keine Schere. Oh, ich komme hier mal auch mal zu euch. Yes. Und gib die doch einfach mal nach hinten durch, ja? Und. Okay, los. So, die Scheren sind unterwegs. Bitte noch nicht anfangen zu basteln. Ich möchte jetzt mit euch das Möbiusband entlang schneiden. Wir haben jetzt ein Möbiusband, aber der Thomas und die Sebastian, die wollen selber auch noch eins haben. Deswegen habe ich gesagt, komm, wir machen das live in der Show, wir teilen es in zwei. Und ihr dürft das gerne mitmachen. Wir schneiden einfach hier einmal rein und dann wie auf einer Mittellinie schneiden wir das Möbiusband entlang. Und ihr könnt mal überlegen, was für eine Form dort rauskommen könnte. Oh. So. Ich hoffe, ihr seid schon soweit. Wir bekommen, Achtung, 3, 2, 1, das. Hä? Sieht das bei euch auch so aus? Also, wisst ihr, das ist ein Teil der Mathematik. Der lässt mich nachts nicht schlafen. Ich teile das Möbiusband in der Mitte durch, aber ich bekomme nicht zwei einzelne Bänder, sondern ich bekomme wieder ein großes Band. Aber damit nicht genug. Wenn wir das Ganze jetzt einfach nochmal machen, wir gehen einfach noch einmal in die Mitte rein und schneiden nochmal die Mittellinie entlang. Das wird ja immer mehr und immer mehr. Das hört gar nicht mehr auf. So, ich denke mal, ich bin mit der Langsamste unter uns.
Wir schauen einfach mal. 3, 2, 1, zack. Und was bekommen wir? Oh, das sieht doch aus, als hätten wir jetzt zwei Bänder, die aber miteinander verschlungen sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? Aber für mich ist das ein Zeichen, dass ihr beide, Thomas und Sebastian, einfach zueinander gehört. Vielen lieben Dank, so einfach ist das. Die Bänder bitte noch nicht wegschmeißen, die brauchen wir gleich nochmal. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt zum einen gesehen, dass die Mathematik nicht nur den Lügner ertappt, dass die Mathematik auch nicht nur verblüffen kann, nein, Mathematik kann auch sehr schnell, sehr einfach sein. Und das möchte ich Ihnen jetzt einmal zeigen mit den beiden Bändern, die Sie auf Ihrem Platz liegen haben. Die haben wir zusammengeknotet, weil wir sie zu zweit brauchen. Das heißt, zwei Personen müssen ein Paar Band haben und damit was zusammen machen. Jetzt öffnen Sie den Knoten mal, sodass Sie zwei einzelne Bänder in einer Hand haben, jeweils rechts und links. Und dann nehmen Sie die zwei Enden des einen und des anderen Bandes jeweils, fassen es oben zusammen. Dann haben Sie zwei Schnüre, die annähernd gleich lang sind. Wenn Sie soweit sind, genau, dann schauen Sie, dass Sie oben die Schnüre festhalten und ungefähr die Mitte der beiden Bänder abgreifen und dann die Schlaufen, die Enden einfach nach rechts unten fallen lassen. So, dann haben Sie oben eine oder zwei Schlaufen und unten vier Enden. Und jetzt kommt die Herausforderung. Der eine Partner, der die Bänder jetzt so in der Hand hat, nimmt seine Pfand und greift oben um diese Schlaufen, sodass die Schlaufen nicht mehr zu, dass die Bänder einzeln nicht mehr zu sehen sind. Und der andere Partner, die andere Partnerin soll jetzt Folgendes machen. Sie nehmen jetzt ein Bandende heraus und wählen sich jetzt aus den drei übrigen Bandenden das nächste und binden die beiden zusammen. Sie nehmen jetzt einfach das eine Ende und wir suchen ein nächstes und binden das dann zusammen. Ein Doppelknoten, das muss einfach so fest sein, dass es zusammenhält. Das geht natürlich am besten zu zweit, sonst wird das etwas schwierig. Aber ich sehe, da wird fleißig geknotet, der gordische Knoten. Dann nehmen Sie, Sebastian hat das schon gemacht, das andere Ende. Und dann bleibt da nur noch ein Ende übrig, sodass Sie die letzten beiden Enden ebenfalls zusammenknoten. So haben Sie zwei Knoten und eine Hand immer noch oben, für sich unsichtbar, die Schlaufen in der Hand. Und jetzt ist die Frage, was ist entstanden? Wir haben, wie gesagt, zwei Seile gehabt. Die haben wir jetzt, ohne zu wissen, welches Seil mit welchem Seil verbunden wurde, zwei Knoten gebildet. Was kann entstehen? Wer hat eine Ahnung? Es könnten theoretisch jetzt zwei Einzelkreise entstanden sein. Oder es könnte, bitte. Ganz genau, ein großer Kreis, habe ich das richtig verstanden? Zwei einzelne ineinander verschlungen. Zwei einzelne ineinander verschlungen sind auch zwei einzelne Kreise. Jawohl, das ist sehr gut, das kann also genauso passieren. Und es kann natürlich auch noch ein einzelner Kreis entstanden sein. Und die Frage ist jetzt, was haben Sie in der Hand? Das können Sie auflösen, nehmen Sie jeweils ein Ende und ziehen Sie mal auseinander und ich lasse oben los. Und hier sehen wir, Sebastian und Pascal, die haben einen gemeinsamen Kreis. Wenn Sie mal hochhalten, wer hat einen einzelnen Kreis? Zählen wir mal, ruhig mal einmal diesen Kreis hochhalten, dass wir das zählen können. Ungefähr 17. Wer hat zwei Einzelkreise, ob zusammen, ineinander verschlungen oder einzeln? Einfach mal die Kreise hochhalten. 1, 2, 3, 7. Ach, das ist fantastisch. 8, 9. 9. Und das ist natürlich kein unerwartetes Ergebnis. Wieso ist dieses Verhältnis 17 zu 9? Ganz einfach.
Und das ist die Einfachheit, die in der Logik eigentlich steckt. Wir haben nochmal zurück, wir hatten diese beiden Enden, die hatten wir nicht sichtbar oben zusammengehalten. Ich lasse sie jetzt mal sichtbar. Jetzt nimmt der Sebastian ein Ende, oder ich nehme das. Und ich muss jetzt hier einen Knoten bilden. Entweder kann ich jetzt das Seil nehmen, wozu dieses Ende schon gehört, dann habe ich einen einzelnen Kreis und hier dann auch, das heißt, ich habe zwei Einzelkreise. Oder ich nehme dieses Ende und habe zwei Möglichkeiten, einen gemeinsamen Kreis zu bilden. Einfach dieses Ende oder dieses Ende. Also ist die Wahrscheinlichkeit, einen großen Kreis zu bekommen, 2:1. Und das war unser Ergebnis. Vielen Dank. Die Mathematik. Die Mathematik ist die Sprache des Universums. Das finde ich eine der erstaunlichsten Sachen, die wir überhaupt haben. Stellen Sie sich vor, dass es irgendwelche Aliens gibt, die 5 Lichtjahre entfernt wohnen und die werden genau die gleichen Naturzahlen, Naturkonstanten, mathematischen Konstanten entdeckt haben. Genau die gleichen wie wir. Anders formuliert, andere Zeichen, selbstverständlich, aber die Essenz ist gleich. Mathematik ist die Sprache des Universums, aber wir können sie nicht hören. Wir müssen die Natur auf die richtige Art und Weise fragen, dass die Natur antworten kann. Und eine naturwissenschaftliche Ausbildung oder auch eine mathematische Ausbildung ist die Brille, mit der man erkennt, was die Natur uns eigentlich sagt. Und um der Natur eine Frage zu stellen, habe ich hier einen Kreis aufgeklebt und ein Quadrat da drumherum. Und was wir jetzt machen ist, ihr habt die Möbiusbänder und ich würde jetzt gerne, dass ihr versucht, den Kreis zu treffen. Und wer ihr könnt das von da oben machen, oder ihr könnt das von da unten machen. Wenn man ganz oben runterkommt, ich lege hier eine Wurflinie hin, dann kann man runterkommen und von hier unten versuchen, diesen Kreis oder das Quadrat zu treffen. Genau, das ist der Ziel, das ist das Ziel. Versucht es hier reinzuwerfen, knüttelt es ein bisschen, die sind so futzelig. Und dann kommt ruhig da runter, hier ist die Wurflinie. Und dann versuchen von hier aus da, oder von oben genau einfach da reinzuwerfen. Die Wurflinien sind zu nah. Jawohl. Sind so. Alle sehr treffsicher, sehe ich. Ja. Perfekt. Ich werde auch schon halb abgeschossen. Die Frage an sehr die Natur. Alles, was Sie haben, Geldscheine, alles hier runter. Ah, fantastisch. Das ist nicht nur die Frage an die Natur, das ist auch direktes Recycling für die Wissenschaft. Ne? Die Dinger fliegen nirgendwo rum. Wir kriegen noch Erkenntnisse aus Müll. Es ist fantastisch. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich gemacht? Wir haben jetzt also, schießt dir mal nicht so rein, Thomas, du verfälschst das Experiment. Das ist schon in Ordnung, wenn die draußen liegen. Das ist schon gut. Das gehört dazu. In der Naturwissenschaft ist es einfach so, dass Dinge mal nicht so passieren, nicht so funktionieren, wie wir uns das gedacht haben. Unsere Brille ist halt noch nicht perfekt. Da müssen wir üben und trainieren und lange, lange für lernen. Was habe ich hier gemacht? Naja, wir haben hier eine Fläche von einem Kreis. Jetzt wird es ein bisschen mathematisch, es tut mir leid. Und wir haben ein Quadrat und das Quadrat liegt da genau drumherum. Und das Verhältnis der Fläche des Kreises zur Fläche des Quadrates ist Pi zu 4, weil das Quadrat hat eine Kantenlänge von einem Radius und ein Quadrat hat eine Fläche von 1, 2 mal 1, 2 Radien, also haben wir eine Fläche von 4 und das hier hat eine Fläche von, einige von euch werden sich erinnern, Pi r Quadrat, r hoch 1 ist Pi, also haben wir hier eine Fläche von Pi. Und jetzt ist es so, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr mit dem Papierschnipsel in den Kreis getroffen habt, daraus können wir ganz leicht mit einer einzigen Formelumstellung, können wir ganz leicht Pi bestimmen.
das hat jetzt hier nicht so gut geklappt, ich kann das jetzt nicht live zählen. Ich habe dafür mal ein Video vorbereitet und zwar habe ich antizipiert, dass wir ein paar mehr Leute sind. Nicht nur so 100 oder so, sondern ich dachte mal, vielleicht mal 1000, 2000. Und was ich hier unten mache, unten links, das ist, ich bestimme das Verhältnis und multipliziere es mit 4 und das gibt irgendeine bestimmte Zahl. 2500. Das nächste Mal machen wir das im Olympiastadion und dann wird es natürlich besser. Das ist ein wichtiges Gesetz in der Mathematik, über das ich heute gar nichts erzählen werde. Genau, bei 2500 endet es. Die Zahl da unten, die hat jemand schon mal gesehen, zumindest so ein bisschen? Hier irgendwer von den... Ach, der Junge mit den langen Haaren, du da. Wie heißt du? Paul. Laut, was ist das? Oh, meine Güte, komm. Gucken wir noch mal nach, ob du recht hast. Wie gesagt, die Frage an die Natur ist auch nicht immer genau formuliert. Oh. Es klappt. Aufgepasst. Und was in diesem Knall drin war, ist diese Zahl 3,1415 und so weiter und so fort. Hier stehen jetzt, eine Sekunde noch, hier stehen jetzt unendlich viele Nachkomma, ganz viele Nachkommastellen. Pi hat unendlich viele Nachkommastellen. Aber wie viel brauchen wir davon? Fürs echte Leben brauchen wir maximal die erste Zeile. Mehr brauchen wir nicht. Und der Rest ist mathematischer Spaß. So, das war's von uns, ne? Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank, dass Sie da waren. Das war die Mathemagie. Ja, vielen, vielen Dank an euch drei. Das war echt magisch. Ihr habt die Zahl hier der Besucher magisch vergrößert. Ihr habt angefangen und zack, waren ganz viele da. Gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bitte nochmal einen großen Applaus an unsere Mathemagier. Ich möchte noch eine Sache sagen. Kim, komm mal her. Oh. Also, wir sind letzte Woche hier angereist. Am Montag und wir haben die ganze Woche waren wir im Deutschen Museum und das hat Kim organisiert und ich bin dir unglaublich dankbar. Das war die tollste Woche, die ich seit vielen, vielen, vielen Jahren hatte. Es hat so einen Spaß gemacht. Danke, dass du das gemacht hast, Kim. Ja, vielen Dank. Danke dir. Gut.